Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, morgen tagt wieder der Bundesrat und immer wenn eine Bundesratssitzung ansteht, kann man im Moment von zwei Dingen ausgehen. Erstens, dort wird die x-te Asylrechtsverschärfung beraten und zweitens, die CDU beantragt hier die Zustimmung des Senats. Dieses Spiel hat die CDU bis jetzt jedes Mal gespielt und ich muss sagen, mir wird es langsam langweilig. Jedenfalls, was die Taktik angeht. Inhaltlich ist es nach wie vor fatal, denn es wird wieder eine ganze Gruppe pauschal diskreditiert. Das geht schon mit dem Titel los. Intensivtäter aus dem Maghreb, als hätte die Herkunft etwas mit der Straffälligkeit zu tun. Und weiter im Begründungstext, wenn man Ihren Antrag liest, viele Staatsbürger, ich zitiere aus Ihrem Antrag, viele Staatsbürger aus den Maghreb-Staaten reisen ohne Ausweisdokumente ein bzw. geben sich als Syrer aus, um Asyl zu erhalten. Das ist aus meiner Sicht eine unbelegte und pauschale Unterstellung, es sei denn, Sie können mir sagen, wie viele Asylsuchenden sich fälschlicherweise als Syrer ausgegeben haben und wie Sie zu dem Schluss kommen, es seien viele, wie Sie schreiben. Dann wissen Sie nämlich mehr als das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Das Bundesamt selbst hat nämlich angegeben, dass es 116 gefälschte syrische Pässe in ganz Deutschland wohl angemerkt, 116 falsche syrische Pässe sichergestellt hätte und auch die wurden größtenteils von Syrern benutzt. Insofern würde ich gerne von Ihnen wissen, woher Sie diese Aussage viele nehmen. Das ist das, was die Bundesregierung weiß. Wie gesagt, 116 Pässe für das ganze Land. Entgegen den vorherigen Aussagen von de Maizière, dass es angeblich 30% sogenannte falsche Syrer unterwegs wären. Wenn die CDU aber weitergehende intime Kenntnisse aus der Passfälscher-Szene hat, dann wäre das BAMF sicher dankbar dafür. Pauschale Behauptungen ohne Faktenbasis dagegen, man kann es nicht oft genug sagen, sind unverantwortlich und schädlich, wenn damit gleich ganze Gruppen unter einen Generalverdacht gestellt werden. Sie fordern ja in Ihrem Antrag die Einstufung von Marokko, Algerien und Tunesien als sichere Herkunftsländer, dass der Senat dem zustimmt. Dabei ignorieren Sie, genau wie die Bundesregierung, eine ganze Reihe an Berichten zur schlechten Menschenrechtslage in allen drei Ländern. Die Bürgerschaft hat erst letzten Monat ausführlich über die Situation in der Westsahara diskutiert und die Forderung nach einem Referendum unterstützt. Dieses Zeichen der Solidarität war ein wichtiges Zeichen, Kolleginnen und Kollegen. Im Dezember hat der Europäische Gerichtshof das Handelsabkommen zwischen der EU und Marokko annulliert, weil der EuGH anerkannt hat, dass die Westsahara ein Land ohne Selbstregierung ist, sondern ein besetztes Land. Der politische Kampf und Unabhängigkeit der Sahrauis wird unterdrückt mit Repressionen, politischer Meinungsäußerung, Inhaftierung und Folter. Ein Bericht von Amnesty International mit dem Titel Marokko, Folter als Mittel der Unterdrückung von Mitte 2015 dokumentiert die Erinnerung eines Sahrauis, der zusammen mit weiteren in der sogenannten Brathähnchen-Position gefoltert wurde. Das sieht dann so aus. Auch der jüngste Länderbericht von Amnesty zu Algerien ist sehr deutlich. Der Militärgeheimdienst hält nach wie vor Menschen in geheimen Haftanstalten fest. Es gibt Folter in Gefängnissen. In einigen Landesteilen finden bewaffnete Kämpfe mit islamistischen Milizen statt. Vergewaltigung ist dort weiter straffrei, wenn das Opfer minderjährig ist und den Täter heiratet. So stelle ich mir ein sicheres Herkunftsland nicht vor, meine Damen und Herren. In Tunesien wurde der Diktator Ben Ali 2011 abgesetzt. Ben Ali war bekannt als der Folterdiktator. Ab dann sollte sich das ändern. 5 Jahre später sieht wieder Amnesty International die Gefahr, dass alles wieder wird wie bisher. Auch hier werden Folterungen mit den gleichen Methoden dokumentiert. Auch ungeklärte Todesfälle in Haft sind bekannt. Vor einem halben Jahr schob die Schweiz eine Person ab, die nach Tunesien ab, die in Haft genommen wurde und keine Woche später tot war. Die 2014 verabschiedete Verfassung Tunesiens ist vergleichsweise fortschrittlich. Sie verankert Glaubensfreiheit, Gleichberechtigung und Menschenrechte. Doch Papier ist geduldig und eine Gruppe wird trotzdem systematisch verfolgt. Lesben, Schwule, Trans- und Intersexuelle. In allen drei Ländern steht Homosexualität unter Strafe und zwar nicht nur auf dem Papier, sondern diese Haftstrafen werden reell verhängt. Was in den Haftanstalten passiert, habe ich ja eben ausgeführt.
Es hätte nicht geschadet, Herr Hinners, wenn die CDU vor Antragstellung mal den Bericht des Bundesratsausschusses für Recht und für Jugend gelesen hätte zu dem Gesetzentwurf der Bundesregierung. Darin heißt es wörtlich: Der Bundesrat betrachtet die Menschenrechtslage, insbesondere von Lesben und Schwulen, in Algerien, Marokko und Tunesien mit großer Sorge. Er sieht Homosexuelle staatlicher Repression und Inhaftierungen ausgesetzt. Weiterhin bemängelte er, dass Berichte über die Anwendung von Foltermethoden kaum Eingang gefunden hätten in die Erstellung des Gesetzesentwurfs. Der Bericht kommt zu dem Schluss, Zitat, die von der Bundesregierung genannten Grundlagen werfen im Hinblick auf den verfassungsrechtlichen Maßstab aus Sicht des Bundesrats Fragen auf. Vor diesem Hintergrund begrüßen wir es ausdrücklich, dass Bürgermeister Sieling die Enthaltung Bremens zu den sogenannten sicheren Herkunftsstaaten Marokko, Tunesien und Algerien angekündigt hat. Von dieser klaren Haltung können Baden-Württemberg, Hessen und Hamburg sich noch eine Scheibe abschneiden, Kolleginnen und Kollegen. Zusätzlich muss man sagen, Herr Hinners, der von Ihnen angekündigte einzugrenzende sogenannte Flüchtlingsstrom. Wir reden hier gerade einmal um 0,98% der Asylsuchenden im Februar, die aus Marokko, Algerien und Tunesien gekommen sind. Insofern muss man doch sagen, für dieses Schattenboxen muss man wirklich nicht in den Boxring steigen. Aber auch wenn es mehr wären, das Konstrukt sicherer Herkunftsstaat ist ein willkürliches Konstrukt, das eben nicht darauf basiert, dass die betreffenden Länder plötzlich sicher sind. Inzwischen wird das Konzept ja geradezu inflationär angewendet. Die CSU-Landesregierung hat ja schon eine Liste mit den nächsten 12 Ländern vorgelegt. Selbst Afghanistan ist kein Tabu mehr. Wenn man nach und nach sämtliche Länder des Globus als sicher deklariert, dann kann man das Grundrecht auf Asyl natürlich auch so abschaffen. Ich hätte mir gewünscht, Herr Hinners, dass Sie sich mit der Lage in den Maghreb-Staaten auch beschäftigt hätten, die Sie ja in Ihrem Antrag als sicher einzustufen fordern. Intensiv beschäftigt haben Sie sich hingegen wieder einmal mit delinquenten Jugendlichen mit Fluchthintergrund. Auch wir finden, dass es ein erhebliches Problem ist, dass letztes Jahr 49 Jugendliche Intensivtäter 1.161 Straftaten begangen haben. Auf das Konto jedes dieser Jugendlichen geht damit auf das Jahr gerechnet durchschnittlich 24 Delikte. Für die Opfer ist das extrem verunsichernd, das gibt es nicht schön zu reden. Ich möchte aber noch einmal die Frage darauf lenken, was daraus folgt, welche Maßnahmen ergriffen werden. Schon von der bisherigen Forderung der SPD, Grünen und von Ihnen nach einer geschlossenen Jugendeinrichtung erwarten wir keine pädagogischen Erfolge. Letzte Bürgerschaft haben Sie ja alle die Abschiebung bei Volljährigkeit beschlossen. Mir ist nicht klar, welchen Sinn es haben soll, das jetzt noch einmal zu beschließen, aber vielleicht denken Sie ja, doppelt hält besser. In der Sache wird es damit aber nicht besser. Ob es Ihnen gefällt oder nicht, es handelt sich um Minderjährige, für die zuallererst die Jugendhilfe zuständig ist. Sie sagen, die Polizei darf nicht die Defizite der Jugendhilfe ausbaden. Da können wir ja sogar noch mitgehen. Und wir haben ja konkrete Bereiche genannt, wo die Jugendhilfe aus unserer Sicht nachlegen muss. Jetzt dreht der Senat und Sie den Spieß aber um. Künftig wird die Jugendhilfe die Maßnahmen von Inneres ausbaden müssen. Oder haben Sie mal einen Pädagogen gefragt, ob die Erfolgsaussichten pädagogischer Maßnahmen größer werden, wenn anschließend die Abschiebung droht? Ich denke, sämtliche Pädagogen werden Ihnen mit Nein antworten. Sie haben die geschlossene Unterbringung beschlossen und immer dazu gesagt, dass dort pädagogisch gearbeitet werden soll. Auch wenn wir den pädagogischen Ansatz für verkehrt halten, mit dem Damoklesschwert Abschiebung wird es dann noch weniger möglich sein, Vertrauen aufzubauen und die Jugendlichen zu erreichen. Das Strafrecht hat mit guten Gründen immer einen Resozialisierungsgedanken. Im Jugendstrafrecht stehen erzieherische Ziele sogar im Vordergrund. Wenn Sie den Rechtsstaat und die Jugendhilfe für gescheitert halten, dann sagen Sie es. Wenn Sie finden, dass eben nicht jeder gleich ist vor dem Gesetz, sondern Straffällige nach Staatsangehörigkeit bestraft werden, dann sagen Sie es doch auch bitte. Wenn Sie glauben, dass man gesellschaftliche Probleme löst, indem man sie abschiebt, dann irren Sie sich. Das sage ich Ihnen. Dankeschön. Als nächste Rednerin hat die